Moin und herzlich willkommen zur 381. Rohstoff-Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationstrader am Samstag, den 29. September 2012. Und Sie sehen, wir haben hier eine volle Liste: Kupfer, Silber, Gold, Gold in Euro, Silber in Euro, Naturgas, Palladium und Platin. Und deswegen gleich zur Sache. Und wir fangen an mit Gold in Dollar im Monatschart. Wir hatten zuletzt immer wieder miteinander besprochen, dass das natürlich ein bullischer Chart ist und dass das nicht am Ende des Bullenmarktes ist und dass das wir hier machen, nur ein Bull-Pullback über den Monatschart an die 20-Monats-Linie ist. Wir testen diese Linie dreimal und anschließend wird eine bullische Bewegung durchgeführt. Wir haben eine klare Kaufformation, allerdings in diesem Monat zeigt das Momentum erneut nach unten und sogar tiefer als das Tief, was wir hier gemacht hatten. Wenn Sie so wollen, sind wir übergeordnet in einer Trading-Range zwischen der 1560 und der 1827 per Monatsschlusskurs, und in dieser Trading-Range sind wir auch nach wie vor. Bedeutet, ein Monatsschlusskurs oberhalb der 1827 eröffnet Potenzial, bedeutet also, der Markt macht eine bullische Bewegung und dann macht es eine bullische Seitwärtskonsolidierung, bevor dann ein erneuter Ausbruch potenziell in den Markt kommen kann, respektive wenn der Oktober es schafft, oberhalb der 1827 zu schließen, dann haben wir hier Potenzial, eine weitere Bewegung nach oben zu machen. Und bitte merken Sie sich die 1827, darüber werden wir auch anschließend zu sprechen kommen, wenn wir uns den Wochenchart anschauen. Wir haben eine K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke, und das ist natürlich bullisch, nachdem wir hier diese bullische Keilformation bullisch aufgelöst hatten und jetzt mehrere Wochen nach oben gelaufen sind. Und was machen die Bullen anschließend? Die lassen nicht zu, dass der Markt ausverkauft wird, im Gegenteil, die machen hier eine High-Base-Formation. In der letzten Woche, also in der abgelaufenen Woche, machen wir ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief, aber wir schließen im Bereich der 17,72 und haben hier unsere High-Base. Entweder schaffen wir es, per Tagesschlusskurs oberhalb der 17,87 zu schließen, dann haben wir diese High-Base-Formation rein charttechnisch gesprochen bullisch aufgelöst und haben Potenzial auf dem Weg nach oben, allerdings in eine Widerstandszone hinein. Oder es ist so, dass wir einen Tagesschlusskurs unterhalb der 17,35 schließen werden, jetzt über den Wochenchart gesprochen, und dann haben wir ganz sicher die High-Base-Formation bärisch aufgelöst. Wenn wir aber irgendwo im Tag hier schließen und dann nochmal in der Woche da in diesem Bereich wieder schließen sollten, dann ist die High-Base-Formation nach wie vor valide. Das ist deutlich mehr bullisch, als dass es bärisch ist, aber eben im Bereich einer Widerstandsmarke. Worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte: Erstens, schauen Sie sich das an, wir kommen hier an diese Zone. Das war November 2011, als wir herangekommen sind, sind sofort die Bären da und verkaufen diesen Markt aus. Dann gehen wir nochmal in diese Marke, was passiert? Sofort wird der Markt ausverkauft. Jetzt kommen wir wieder dahin, die Bären verkaufen diesen Markt nicht aus. Das ist eher Zeichen der Stärke. Heißt das jetzt, dass wir oben durchgehen müssen? Natürlich heißt das nicht. Aber der Markt ist eher bullisch. Darauf möchte ich Ihre Aufmerksamkeit richten. Und dann möchte ich Ihnen noch etwas anderes zeigen und dafür zoome ich noch ein bisschen ran. Also, Ausverkauf, wir kommen hier runter, gehen hoch, kommen wieder zurück, das sieht aus wie ein Doppelboden und das ist die Nackenlinie. Wir sind direkt an der Nackenlinie dran, rein rechnerisch, also wenn wir die Nackenlinie brechen sollten, das sind $200, die wir Platz haben auf dem Weg nach oben, aber Sie erinnern sich an die Marke von 18,28 per Wochenschlusskurs. Schauen Sie sich das an, wir gehen hoch. Noch höher, kriegen Ausverkauf über den Tag, aber wir schließen exakt an dieser Marke. Nächste Woche höherer Schlusskurs, dann wieder der Abverkauf, aber wir schließen oberhalb der Marke und dann wird der Markt unterhalb der 18,28 per Wochenschlusskurs geschlossen und dann wird der Markt erst abverkauft. Also, ja, wir haben hier eine Doppelbodenbildung mit einer Nackenlinie und haben Potenzial nach oben zu laufen. Wir würden aber in einen Widerstand traden. Würden wir also einen potenziellen Ausbruch traden? Eher ja. Warum eher ja? Weil, wenn ich Ihnen hier GLD im Tageschart zeige, das Volumen ist auf Seiten der Bullen. Schauen Sie sich das an. Ausbruch mit sehr viel Volumen und wir machen hier eine Seitwärtskonsolidierung und diese Seitwärtskonsolidierung auf dem Weg nach oben, nach unten, entwickelt hier das Volumen keinen wirklichen Druck, bedeutet, die Bären sind hier nicht so stark, dass sie den Markt ausverkaufen wollen. Wir haben aktuell im Swing Trading Bereich keine Position, weil wir hier ausgestoppt worden sind, weil wir diese High Base Formation bärisch aufgelöst haben, und Sie wissen nie, wenn eine High Base bärisch aufgelöst wird, auch wenn hier sehr viel Unterstützung ist, ob sie denn halten wird. Und deswegen, weil wir unsere Gewinne nicht abgeben wollten, haben wir im Bereich des Widerstandes unsere Position glattgestellt. Liebe Positionstrader, ich gehe mal einmal hier nochmal kurz auf den Stundenchart und möchte Ihnen nochmal zeigen, dass wir hier eben an diesem Widerstand, diese roten Balken, den kennen Sie, den habe ich vor einiger Zeit hier schon eingezeichnet, und die Bullen hängen da dran. Schauen Sie sich das an, wie die sich hier festgesetzt haben. Das ist mehr bullisch, heißt aber nicht, dass das mehr bullische dann auf der bullischen Seite aufgelöst wird. Werden muss. Liebe Positionstrader, da war ich hängen geblieben, bevor wir dann zum
Stundenchart übergegangen sind. Wenn sich hier die Marke, die wir Ihnen bei 1672 genannt hatten, genutzt haben und in den Markt gegangen sind, es gibt nach wie vor keinen Grund, Ihr Stop-Loss anzupassen, sondern Stop-Loss nach wie vor auf Break-Even setzen. Das ist das, was ein Positionstrader aktuell macht. Sie müssen abwarten, bis wir wirklich ein signifikantes Swing-Low machen und dann nochmal hochgehen und dann kann man anfangen, sein Stop-Loss anzupassen. Bleiben wir beim Tag. Was wollen wir Formationstrader hier machen? Dadurch, dass das Volumen eher auf Seiten der Bullen ist, sind wir eher gewillt, hier auf der bullischen Seite den Ausbruch zu traden. Auch wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass wir in einen Widerstand traden würden, bedeutet, wir könnten hier ausgestoppt werden. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Da aber das Volumen, da der Wochenchart eine eindeutige Sprache und eine bullische Sprache sprechen, sind wir bereit, diesen Ausbruch zu traden. Allerdings haben wir für Montag keinen Trigger im Markt. Wir wünschen uns, dass der Markt hier an diesen Widerstand heranläuft und vielleicht eine kleine Kerze bildet, damit wir mit einem wirklich sehr kleinen Risiko in diesen Markt hineintreten. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden keine große Position wählen, da wir uns darüber im Klaren sind, dass wir in einen Widerstand reintraden würden. Auf der anderen Seite, wenn ein Markt bullish ist, dann will ich ihn bullish traden. Dann möchte ich Ausbrüche nach oben immer wieder traden und dann will ich auch dabei sein und dann will ich auch aggressiv bullish sein. Aber ich will nicht aggressiv meinem Depot wehtun. Nein, nein, nein. Ich weiß, dass ich in einen Widerstand hineintrade. Ich weiß, dass ich Chancen habe, dass der Markt nach oben läuft, hier hängen bleibt und sofort runterkommt. Dennoch trade ich das aber mit einer kleinen Position, damit ich nicht nervös werde. Das ist das, was wir für die nächste Woche vorhaben. Wenn Gold in Dollar weiterlaufen sollte, noch ist es nicht so weit. Gold in Euro, bullische Wimpelformation, bullisch aufgelöst, kurze High-Base-Formation und danach machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen ein höheres Hoch. Eine Woche davon machen wir ein tieferes Tief, ansonsten jeweils ebenfalls ein höheres Tief. K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke. Wir schließen letzte Woche schon, haben wir miteinander darüber gesprochen, im Bereich eines neuen Wochenhochs per Schlusskurs Allzeithoch und jetzt nicht nur im Tageschart, sondern auch im Wochenchart neues Allzeithoch, auch über den Schatten gegangen, über diese 3,1075 und wir haben Potenzial, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Bei der letzten Ausgabe habe ich Ihnen diese Stange gezeigt und habe dann ein Rechteck da oben hingesetzt und habe gesagt, wir haben Potenzial, sogar rein rechnerisch wohlgemerkt, an die 1550, 1600 zu laufen. Sie wissen, ich bin kein Typ Analyst, kein Typ Trader, der Ihnen sagt, das müssen Sie kaufen, 3 Ausrufezeichen, das dürfen Sie nicht verpassen. Ich spreche immer nur von Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass diese bullische Bewegung fortgesetzt wird und an die 1500er Marke heranlaufen kann, ist deutlich größer, als dass wir nach unten gehen werden. Ob das jetzt wie hier in einer Bewegung laufen wird oder über Nebenbewegungen abgehandelt wird, ist aktuell nicht im Chart eindeutig. Im Tageschart sind wir immer noch in diesem wunderbaren bullischen, sehr engen Trendkanal und die obere Begrenzung ist bei 13,90 und die untere Begrenzung ist bei 13,63 und schauen Sie sich das an, das hier ist bullisch. 20-Tage-Linie steigt, 50-Tage-Linie steigt, 100-Tage-Linie steigt, 200-Tage-Linie steigt und die sind so richtig schön übereinander aufgereiht. Das zeigt, dass der Markt gerade in einem sehr, sehr validen und sehr starken Aufwärtstrend sich befindet. Silber in Dollar. Ebenfalls High-Base-Formation, ebenfalls K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke. Hier ist die Marke bei 35,37. Das ist das, was wir auf der bullischen Seite traden wollten. Die Frage ist, werden wir das gleich nächste Woche machen? Ähnlich wie bei Gold? Oder werden wir vielleicht noch eine High-Base-Kerze hier bilden, bevor wir nach oben gehen werden? Darüber muss man sich im Klaren sein und man muss hier ebenfalls auf die Volumina schauen. Silber zeigt sich ein bisschen schwächer, hat ebenfalls eine Trading-Range zwischen der 33,68 und der 34,69. Macht uns die Sache ein bisschen schwer, weil wir hier schon etliche Schatten nach oben gebildet hatten. Über die 35er-Marke bedeutet, wenn wir es traden wollten, würden wir in die 35,45 als Widerstand traden. Also ähnlich wie bei Gold, ein bisschen schwierig. Aber wenn wir einen Tagesschlusskurs hier drüber bilden sollten, sind wir durchaus bereit, dann eine Position aufzubauen. Das wird ein bisschen tricky sein. Und wenn es darum geht, hier eine Position aufzubauen, ebenfalls werden wir eher mit einer kleinen Position spielen. Warum? Sie wissen, wir wollen entweder das Risiko im Geld oder das Risiko im Markt. Und hier haben wir einen bullischen Markt, wollen wir traden, aber wir haben das Risiko im Markt, weil wir in einen Widerstand traden würden. Und deswegen wählen wir das Risiko nicht im Geld, weil man sich bitte noch einmal klar machen muss, das Schicksal eines Traders entscheidet sich nicht in diesem einen Trade. Es entscheidet sich auch nicht in dem nächsten Trade und es entscheidet sich auch nicht im übernächsten Trade. Sie können auch 4 Trades in Folge daneben liegen. Ihr Schicksal entscheidet sich
sich darüber, dass sie immer und immer wieder das wahrscheinlichere Trading, ein Stop-Loss platzieren und vor allen Dingen, wenn sie eine Position wählen, dann machen sie bitte keine Reichmacherposition, sondern eine potenzielle Position, die ihnen Gewinne bringt. Aber wenn es Verluste gibt, dann wird es Ihnen nicht wehtun, wird es in dem Depot nicht wehtun und Sie haben die Möglichkeit, dann im nächsten Trading erneut erfolgreich sein zu können. Wenn wir uns den Wochenchart Silber in Euro anschauen, ebenfalls High Base Formation, ebenfalls K und D-Linie umeinander geschlungen, sehr stark, wirklich bullisch. Zwischen der 26,85 und der 26,33 ist dieser High-Base-Formation sehr enge Range per Wochenschlusskurs, hat Potenzial auszubrechen. An die 28er-Marke wäre dann die nächste Widerstandszone, respektive 28,56 Euro Cent. Und wir schauen jetzt auf Palladium im Wochenchart. Palladium ist deutlich schwächer. Schauen Sie sich das an. Die K&D-Linie ist bärisch aufgegeben worden. Wir schließen unterhalb der 50-Wochen-Linie. Wir sind aktuell immer noch unterhalb der 100-Wochen-Linie. Und vielleicht erinnern Sie sich an diese horizontale Marke 17,17 per Wochenschlusskurs und an die psychologische Marke bei 700. Als wir hier bullisch nach oben gegangen sind, hatten wir miteinander besprochen, ja, 700er-Marke aufpassen, durchaus Gewinne mitnehmen. Und jetzt machen wir eine heftige Korrektur nach unten und wir wollen abwarten, dass diese Korrektur zu Ende geführt wird. Man macht sich klar, hoch, tief, tieferes Hoch, gleiches, vielleicht noch ein bisschen tieferes Tief und jetzt machen wir immer noch ein tieferes Hoch, also der Trend ist noch nicht auf Seiten der Bullen, darüber muss man sich im Klaren sein, Palladium übergeordnet derzeit nicht so interessant, obwohl wir hier im Tageschart ein höheres Hoch bilden und gerade anfangen, eine K-Linie nach oben zu haben, eine steigende Momentumlinie zu haben. Wollen wir denn das jetzt gerade als ein Bull-Pullback spielen? Nein, warum nicht? Wir traden hier an die 200-Tage-Linie. Wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie. Dieser Ausverkauf war ganz schön heftig. Da war Volumen drin. Aktuell bei Palladium gibt es nichts zu machen. Palladium gilt es sich anzugucken und abzuwarten, dass eine klare Formation kommt, dass der Markt stark wird und dann kann man diesen Markt vielleicht auch wieder traden. Platin im Wochenchart. Schauen Sie sich das an. Das ist eine Bodenbildungsformation und könnte auch Tasse Henkel werden, was oben durch will. Noch ist es nicht so weit. Platin, ähnlich wie Silber, ähnlich wie Gold, K und D-Linie umeinander geschlungen. Momentum zeigt nach oben. In dieser Woche machen wir eine Inside-Week-Kerze, wenn Sie so wollen. Oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten. Nicht ganz so stark wie Silber, nicht ganz so stark wie Gold, da diese Abverkaufskerze etwas zu groß geraten ist. Interessant wird dieser Markt oberhalb der Marke von 17,16 per Wochenschlusskurs. Da müssen wir drüber gehen. Dann haben wir Potenzial für eine bullische Bewegung. Wir haben zuletzt Überlegungen angestellt, hier ein Bull-Pullback zu spielen bei Platin, haben es dann aber gelassen, weil wir in einen Widerstand traden würden, nämlich in diese Schatten hinein und hatten dann gestern gesagt, okay, wenn der Markt noch einmal zurückkommt und uns die Chance gibt, dass er hier nochmal diese Tiefs testet, dann wollen wir nochmal in den Markt reingehen. Den Gefallen tut uns der Markt nicht, er läuft weiter. Das gehört genauso zum Traden, dass man eine Position sich anguckt, lange hin und her überlegt und sich dann entscheidet, nee, trade ich nicht, wäre aber doch gut gewesen, wenn man es getradet hätte, macht nichts. Es gibt andere Assets, die wir traden können. Derzeit keine neue Position aufbauen, bitte. Warum? Weil wir hier an diese Trendlinie heranlaufen und das ist ein potenzieller Widerstand und da muss man abwarten, was mit diesem Bull-Pullback wird. Machen wir ein höheres Hoch, machen wir ein tieferes Hoch, machen wir ein Dreieck, alles noch nicht so weit, da muss ich erstmal eine klare Formation zeigen, bilden und dann sind wir bereit, einen potenziellen Ausbruch auch über den Tageschart zu traden. Hier gibt es derzeit nichts zu machen. Kupfer, Wochenchart, wunderbare Dreiecksformation, bullisch ausgebrochen, allerdings zwei Wochenkerzen und dann machen wir schon wieder ein Bull-Pullback. Ist ein bisschen schade, sind wir nicht belohnt worden für unsere Position, die wir initial hier eröffnet hatten, obgleich wir hier die K&D-Linie gerade oberhalb der 80er-Marke haben, aber von umeinander geschlungen kann man noch nicht sprechen, da die D-Linie gerade oberhalb der 80er-Marke angekommen ist. Die Frage ist, sind wir jetzt mit unserem Bull-Pullback fertig? Werden wir keinen Wochenschlusskurs unter der 37315 schließen und werden dann wieder nach oben laufen? Oder haben wir noch Abgabedruck, vielleicht zum Beispiel sogar an die 50-Wochen-Linie, die gerade nach oben kommt, vielleicht an die horizontale Marke bei 3644? Steht nicht im Chart geschrieben, wissen wir nicht. Das, was wir wissen ist, nachdem wir hier hochgelaufen waren, haben wir eher eine Flaggenformation gebildet, ohne dass ich in eine saubere untere Begrenzung zeichnen kann. Wir sind oben drüber durchgegangen. Wir sind hier in diesem Trade für ein Bull-Pullback eingestopft worden am heutigen Tage. Das zeige ich Ihnen am besten einmal über den Tageschart. Habe ich vorbereitet für Sie. Und zwar war unsere Triggermarke im Bereich von 3764. Das wird abgeholt und wir sind wieder in diese Trading Range hineingelaufen und wir hatten unseren initialen Stop-Loss im Bereich von 3676.
Das passen wir jetzt ein bisschen an, gehen ein bisschen höher, nämlich unter der letzten fertigen Kerze und setzen unser Stop-Loss aktuell bei 3.69. Jetzt werden Sie sagen, ach, die paar Cent, das macht die Kohle auch nicht mehr. Doch, macht es, weil wir nicht wissen, wie viel Kraft die Bullen hier haben werden. Und deswegen werden wir aktuell immer wieder unser Stop-Loss neu anpassen. Und wenn wir ein bisschen näher an diese Widerstände hinlaufen werden, dann werden wir auch durchaus unser Stop-Loss enger setzen und auch durchaus vielleicht Gewinne mitnehmen wollen. Und dann schauen wir auf Natural Gas. Gas hier im Wochenchart in einem Trend nach oben. Sie wissen, wir sind eigentlich in einer bärischen Flaggenformation. Was nicht ganz zu einer bärischen Flaggenformation passt, ist die Tatsache, dass hier auf einmal das Volumen mehr wird. Eigentlich müsste es so sein, Ausverkauf mit viel Volumen, dann geht es in die Flagge hinein und dann verschwindet das Volumen, weil hier kein Bulle so richtig kauft, aber die Bären kommen auch nicht in den Markt und weil diese untere Trendlinie gebrochen worden ist, dann müsste Volumen reinkommen. Also, die Formation als solche spricht für eine bärische Wochenchartformation, allerdings das Volumen spricht dagegen. Wir werden abwarten. Wir müssen uns bitte darüber im Klaren sein, dass wir innerhalb dieser aufsteigenden Trendlinie im Wochenchart also in einer bärischen Formation sind und deswegen gilt es, vorsichtig zu traden. Im Tageschart haben wir ein gleichschenkliges Dreieck auf der bullischen Seite mit sehr viel Volumen auf der Longseite aufgelöst. Und aktuell wollen wir unser Stop-Loss nach wie vor dort belassen, wo wir es initial hatten und haben auch jetzt nicht vor, irgendetwas zu machen. Wir machen aktuell was wirklich Starkes und was wirklich verrückt ist, nachdem wir hier ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief gebildet hatten. Allerdings, Sie wissen, unter die 61,8, normalerweise müssten Sie hier hängen bleiben, aber normal gilt nicht. Wir traden nicht das, was normal ist, sondern wir traden das, was wir sehen. Und wenn der Ausbruch kommt, haben wir den Trigger gesetzt und sind eingestoppt worden. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie nicht nur fürs Traden, sondern auch aus edukativer Sicht etwas für sich mitnehmen konnten. Und aus edukativer Sicht gilt es natürlich immer wieder bitte mit einem Stop-Loss zu traden, denn es gibt nicht ein Trade, wie ich Ihnen gesagt habe, es gibt nicht zwei Trades, es gibt nicht 10 Trades, es gibt Hunderte und Tausende von Trades. Traden ist wie beim Boxen. Sie wollen auch am Ende der 12. Runde immer noch im Ring stehen und nicht gleich in der ersten Runde mit einem wilden Schwinger, also mit einer riesigen Position in den Markt gehen und dann sorgen Ihre Gegner, zum Beispiel sie sind die Bullen, also die Bären, sorgen dafür, dass sie ins Leere laufen und dann laufen sie in Konter hinein und gleich in der ersten Runde gehen sie K.O. respektive ihr Depot geht K.O. und deswegen auf die Positionsgröße aufpassen und bitte immer mit einem Stop-Loss traden. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und uns Formationstradern gewogen. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke P.